zusammen und herzlich willkommen zur 25. Folge vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Singleplayer mit mir, eurem Julian Rieser. Wir fahren von Budapest nach Breslau in Polen. Wir liefern 21 Tonnen Getränke aus. Wir haben 579 Kilometer auf der Uhr. Und ja, unser LKW ist der Scania R 2009 Topline mit 480 PS. Wir fahren von der Nacht in den Tag. Wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch alle draußen geht's allen gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Fahrzeiten zwischen 15 bis 30 Minuten. Vielleicht auch noch etwas länger.
geht die Sonne auf im Spiel. So soll es auch sein. Jemand von euch aussprechen? Banaske. Was? Banske Bayestra.
eine Stadt in Polen, und zwar Lublin. Und dann haben wir ganz Polen abgefahren, alle Städte in diesem Land. Schönsten Aufgänge, sondern Auf- und Untergänge gibt es in GTA 5, wenn man mehrere Grafikmods besitzt.
gestartet, dann durch die Slowakei gefahren und jetzt sind wir in Polen. Einfach mit 100 km/h der Autobahn. Thank you.
13 Euro. Das ist aber nicht die Sozialarbeit mein Arbeitgeber. Weil ich noch keinen eigenen LKW habe auf diesem Account. Auf der Heilbronn-Map gerne sehen möchte, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Da ist alles 1:1 nachgebaut worden. Und die Zeiten und Kilometer, wo auch angezeigt werden im Navi, sind auch real so. Das haben wir denn echt so lange. Also ich finde ETS 2 ist einer der besten Grafik- und LKW-Simulatoren Spiele, die es für den PC gibt. Aber man kann es hier auf den höchsten Einstellungen spielen, je nachdem was ihr für eine Grafikkarte, Prozessor und alles habt. Und man kann ja in dem
Simulator auch durch ganz Europa fahren, also durch die halbe Welt, wenn man Pro-Mods und alles, TSM-Map und alles, was jetzt, also Euro-Net-Map oder wie die heißt, auch noch dazu hat, alle DLCs, da kann man echt weit fahren. Das gleiche gilt für den American Truck Simulator auch. Deine Maut. Erster Aufenthalt in Breslau. Thank you.
So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und euch mein Kanal gefällt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und schreibt gerne eure Fragen oder Wünsche an mich gerne in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auch auf Instagram und auf meinem Community-Discord-Server, wenn ihr Discord und Instagram habt. Dann folgt mir gerne da. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Und das war unser LKW, unser Scania R 2009 Topline mit 480 PS. Also macht's gut, bleibt gesund, baut kein Mist und bis zum nächsten Mal. Euer YouTuber, Streamer und Freund Julian Rieser. Tschüss!